Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja, und es ist wieder 19 Uhr, das heißt, sie beginnt unsere schon fast legendäre 10-Euro-Überraschungsshow. Und das heißt, in der nächsten halben Stunde sind alle Produkte für Sie, für diese Sendung auf gerade mal 10 Euro reduziert. Ganz egal, was Sie kurz vorher noch gekostet haben. Es lohnt sich also auf jeden Fall bei uns zu bleiben. Ja. Wir alle drei wissen nicht, was auf uns zukommt, aber eine junge Dame, die weiß es, die hat nämlich alles gerichtet und vorbereitet. Das ist Diana und ich würde sagen, die holen wir jetzt auch gleich. Und ich bin mal gespannt, wo die Reise heute hingeht, unsere Produktreise. Ja. Es geht auf jeden Fall mit einem kleinen Artikel aber los. Er hat junge Dame gesagt. Junge Dame. Schon angenehm. Junge Dame, guck mal hier. Ich weiß, was das ist. Ah, das ist diese mach verschiedenste Fernbedienungen zu einer, oder? Genau, ja, so das. Ja. Ja, Universalfernbedienung. Oder auch so. Ja. Eine lernfähige Infrarot-Universalfernbedienung mit App, 360 Grad oder eben auch für die Sprachsteuerung. Und ich glaube, da wenden wir uns einer Problematik zu, die wahrscheinlich viele Menschen zu Hause kennen. Besonders die Menschen, die mehrere, ich sag mal, Entertainment-Geräte, sprich einen Fernseher, einen DVD-Spieler, eine Stereoanlage, einen Sat-Receiver und so weiter zu Hause stehen haben. Da kommt ja schnell mal pro Gerät die ein oder andere Fernbedienung zusammen, so wie hier bei unserem Kollegen auf dem Tisch. Ja, und wenn man da mal eben schon umschalten möchte oder du möchtest mal was anderes anmachen, dann weiß man manchmal bei dem ganzen Wust gar nicht mehr so wirklich, welche Fernbedienung gehört denn jetzt eigentlich zu welchem Gerät. Fügen Sie die doch ganz einfach zusammen, indem Sie ganz einfach diesen kleinen, ja, nennen wir ihn mal schwarzen Kasten, diese kleine Universalfernbedienung einsetzen. Denn dann können Sie jedes einzelne Gerät mit Hilfe dieses kleinen Adapters, nennen wir ihn jetzt mal so, per Smartphone steuern und müssen sich jetzt eben nicht mehr auf 4, 5, 6 verschiedene Fernbedienungen konzentrieren. Das macht man jetzt ganz bequem und komfortabel über das eigene Smartphone. Eine sehr, sehr praktische Einrichtung, finde ich. Ja, und vor allem für alle Geräte, die eine Infrarot-Fernbedienung haben, das haben wir mittlerweile Richtig, bei allen fernbedienbaren Geräten im Umkreis von 10 Metern. Und zwar egal in welche Richtung. Das kann auch mal eine Klimaanlage oder ein Heizlüfter sein, den ich dann auch über mein Handy steuern kann. Und das auch noch weltweit. Natürlich den Fernseher werde ich nur steuern, wenn ich auf dem Sessel sitze oder auf dem Sofa. Ja. Aber dann hört dieser Dschungel auf. Probieren Sie es einfach mal aus, wenn Sie einen Sprachassistenten haben. Also da gibt es ja mittlerweile verschiedene, ist das auch noch kompatibel, dann brauchen Sie nicht mal mehr das Handy in die Hand zu nehmen. Dann sagen Sie halt eben, was Sie haben wollen, je nachdem, wie das Skill eingestellt ist. Aber das kennen Sie dann sicher, wenn Sie einen Sprachassistenten haben. Aber für 10 Euro kann man das wirklich mal ausprobieren. Ist mal ein richtig schönes Ding, dieses Smart Home ist also dieser Oberbegriff. Dazu geht übrigens auch für LED-Streifen, für Klimaanlagen und so weiter. Also wirklich für alles das, was quasi mit einer Infrarotfernbedienung bedient wird oder bedient werden kann. Und das Schöne ist, unsere Kunden sind total begeistert, unter anderem auch die Judith aus dem schönen Bielefeld. Die Idee ist gut umgesetzt, sagt sie uns. Es macht Spaß, mit Alexa, also mit der Sprachsteuerung, umzuschalten. Alexa, schalte um auf Pearl TV. Wie cool. Gruß aus Bielefeld. Ja, liebe Grüße zurück. Ist eine schöne Angelegenheit, oder? Ja, ja. Radio ein oder Klimaanlage an oder aus oder Fernseher. Auf Pearl TV, das ist so eine coole Angelegenheit. Ist einfach nur top und top groß geschrieben, das Teil. Bescheinigt uns auch der Klaus aus Bösel. Im Prinzip braucht man nichts anderes mehr. Und genau darum geht es. Ich erinnere da immer wieder an einen guten Bekannten von mir, der hat, glaube ich, 7 oder 8 Fernbedienungen auf dem Tisch liegen. Wenn ich bei dem umschalten möchte, werde ich wahnsinnig. Ja, weil du nie die richtige schnappst. Ich habe immer die falsche in der Hand. Vor allem, ich musste mal gucken, okay, das ist jetzt ein Torschieber-Gerät, wo ist die passende Fernbedienung? Das ist ein, weiß ich nicht, Samsung-Dingen da oder sowas. Welche Fernbedienung gehört ist da wieder dazu? Das gehört jetzt der Vergangenheit an mit der NX4519 und der 569. NX4519 und der 569. Ein sehr cooler und vor allen Dingen topmoderner Artikel hier bei uns auf 10 Euro runtergesetzt. Wir schauen mal, was sonst noch alles kommt. Diana steht schon in den Startlöchern. Und natürlich bestellen Sie bei uns auch in der 10-Euro-Überraschungsshow wie gewohnt gebührenfrei unter 0800 51 51 und dreimal die 4. Dankeschön. Ganz genau. Bitteschön. So, wir machen weiter mit etwas ganz Aktuellem. Und zwar ist es ein digitaler Energiekostenmesser und Stromzähler, mit dem man sogar erstens mal zwei Tarife
abrechnen kann und auch die CO2-Anzeige. Also man kann schauen, wie viel CO2 man gerade produziert, mit welchen Geräten. Also das ist wohl die Zukunft der Energiekostenmesser. Also ich weiß mittlerweile dank Energiekostenmesser wirklich bei jedem einzelnen elektrischen Gerät, was das an Strom verbraucht. Aber das mit dem CO2-Messen, das finde ich auch noch sehr interessant. Ja, ich sag mal, die CO2-Geschichte ist ja auch ein riesengroßes Thema für alle, die ein Stück weit an die Umwelt denken. Aber ich finde es grundsätzlich mal sinnvoll. Und ich glaube, da sind die Menschen in den letzten, ja, sagen wir mal, anderthalb Jahren doch deutlich sensibler geworden. Es ist grundsätzlich immer mal sinnvoll, mal ganz einfach mal den Status quo zu ermitteln, den Ist-Zustand. Wie viel Strom braucht beispielsweise Ihr Kühlschrank? Wie viel Strom braucht in einem ganz normalen Betrieb Ihr Fernseher oder Ihre Stereoanlage oder vielleicht auch mal Ihr Computer? Und das lässt sich mit so einem Gerät ganz hervorragend ermitteln, indem Sie ganz einfach quasi diesen Stecker zwischenschalten, den einen Anschluss in die Steckdose und das elektrische Gerät hier vorne rein. Und dann können Sie hier ganz einfach auf dem Display ablesen, wie sieht das im Einzelnen aus, was kostet mich der Spaß und wie viel Strom wird hier eigentlich gerade verbraucht. Ich finde das Gerät, wir haben ja unterschiedliche von diesen Energiekostenmessern, deswegen so klasse, weil du hier quasi das Display an einem Kabel gebunden hast. Das heißt, wenn du mal einen Kühlschrank überprüfen möchtest, der ja häufig mit der Steckdose hinten an der Wand ist, würdest du so den Energiekostenmesser gar nicht ablesen können. Dann nimmst du das kurz nebendran. Hier haben wir übrigens noch etwas. Man kann natürlich eben Stromfresser, wie man so schön umgangssprachlich sagt, identifizieren. Aber noch was, hier ist eine sogenannte Low Power Detection mit drin. Und das ist zum Aufspüren von minimalen Standby-Strömen, die man hier eben auch messen kann. Dann natürlich mit CO2-Ausstoßanzeige, das ist auch für viele interessant. Und die individuellen einstellbaren Stromtarife ist ideal zum Berechnen der Stromkosten zu verschiedenen Zeiten, in Klammern Tag- und Nachtstrom bzw. Jahreszeiten. Das gibt es auch immer noch, Tag- und Nachtstrom, je nachdem, welchen Stromanbieter man hat. Und dann ist das auch interessant, dann kann das eben auch differenzieren. Einfache Bedienung über 4 Tasten und jetzt für 10 Euro. Ich glaube, wenn du da nur ein oder zwei ich sag mal, getarnte Stromfässer identifizieren kannst, dann lohnt sich diese Investition, wenn man bei 10 Euro von Investition sprechen kann, schon locker. Wenn Ihre Kinder übrigens eine Playstation haben, machen Sie die mal dran, wenn die nicht runtergefahren wird, ist das nämlich auch mittlerweile ein riesen Stromfresser. Also da vielleicht auch die Kinder sensibilisieren, wenn man sieht, was das für ein Verbrauch ist. Wenn ihr nicht spielt, fahrt sie runter. Nicht, dass sie nicht mehr spielen sollen, aber oftmals wollen die ja immer online bleiben und das frisst man richtig Strom. Und genau das ist der Punkt. Also wenn man da ganz einfach mal etwas genauer hinschauen möchte, mal genau nach seinem eigenen Stromtarif schaut, was kostet der Spaß denn eigentlich, findet man vielleicht den ein oder anderen Stromfresser oder das ein oder andere Gerät noch, was man vielleicht noch mit einem gewissen Sparpotenzial nochmal anders bedienen kann oder schlicht und ergreifend abschaltet. Was kostet sowas bei Pöll.de? 23 Euro. Finde ich, geht ja an sich noch, ne? Ja, aber jetzt eben 10 Euro und Sie dürfen sogar mehrfach zugreifen. Und die Bestellnummer ist die ZX7234 und die 569. Mehrfach ist natürlich schön, weil du parallel mehrere Geräte gleich mal testen kannst. Auch mal im Langzeittest. Mhm. Ja. Bei Kühlschränken nicht eine Stunde dran, weil die haben ja zyklischen Stromverbrauch. Ja, klar. Also da ist schon mal 24 oder 48 Stunden. Also, tolles Produkt, aber es geht mit Sicherheit auch toll weiter hier mit unserem nächsten Produkt. Dankeschön, Diana. Dankeschön. Du kennst diesen Produkt. Ich kenne das? Ja. Ja, natürlich. Hätte ich bei dem Wetter jetzt auch nichts gegen. Scharfe Sachen bei Pöll TV. Ja, jeder, der bei mir schon mal zum Frühstück, zum Mittagessen oder zum Abendessen war, kennt diese Messer. Es sind nominell Frühstücksmesser. Wie viel bekommen wir denn? 12. 12 Stück. 12 Stück. Wahnsinn. Also hier haben wir nur einen kleinen Auszug davon. Und ich habe die mir auch mal gekauft und seitdem sind die bei mir im Dauereinsatz. Frühstücksmesser, klar, weil man damit Brötchen wunderbar mit diesem Wellenschliff aufschließen kann. Aber ich nehme sie mittlerweile auch als Steakmesser. Du warst ja auch schon zum Grillen. Ja. Das Grillgut kann man damit perfekt schneiden. Ja. Die schneiden hervorragend. Ja, also da nur von einem Brötchenmesser zu sprechen, wäre also tunlichst untertrieben. Durch diesen Wellenschliff haben Sie jetzt eben auch mal eine Möglichkeit, sagen wir auch mal ein Stück Fleisch, ein Stück Pute, ein Stück Huhn oder sowas hervorragend zu durchtrennen. Gleiches gilt übrigens auch mal für Käse.
für Tomaten oder für andere Speck. Geschichten, die man ganz einfach schneiden möchte. Viele schneiden ja abends gerne mal so ein Stückchen Speck. Ja, also da scheiterst du mit anderen Messern, mit diesem Wellenschliffen. Was ich so phänomenal finde, ich habe meine jetzt wirklich schon sehr lange, aber die sind immer noch so scharf wie am ersten Tag. Und das liebe ich an den Messern. Also ich kann es Ihnen nur empfehlen. Übrigens Spülmaschinen geeignet, rostfreier Edelstahl. Und sie sind scharf, egal ob als Steakmesser oder Frühstücksmesser. Ich habe die wirklich zu jedem Essen, sind bei mir. Und jeder, der bei mir schon mal zum Essen war, wird das bestätigen auf dem Tisch. Ja, die sind einfach nur klasse. Also die sollten Sie wirklich mal ausprobieren. Und ich bin begeistert von diesem Preis-Leistungs-Verhältnis, dass du vielleicht mal so ein Messer mal in so einem günstigen Shop vielleicht mal in einer, sagen wir vielleicht in dieser Qualität mal für 2-3 Euro das Stück bekommst. Okay, ja, mag mal hier und da der Fall sein, aber 12 Stück für 10 Euro sind natürlich eine richtige Ansage hier. Und ich finde, sie liegen hervorragend in der Hand. Ja, und das macht wirklich Spaß. Ich meine, Diana hat es ja auch schon probiert, du hast es probiert. Monika war noch nie bei mir zum Essen. Ja, aber auch du wirst mal in den Genuss kommen. Ich kann sie wirklich, diese Messer, jedem nur ans Herz legen. Sie wollen keine anderen Messer mehr benutzen, ob das morgens, mittags oder abends ist. Weil das sind für mich die perfekten Allrounder. Ja, und wir haben ja auch zum Beispiel einen Kundenbeitrag von der Rabea M aus Berlin. Für jede Art des Schneidens benutzbar, spülmaschinenfest und rostet nicht. Und der Anton aus Wolfenbüttel, der schreibt, schöne, dauerhaft scharfe Messer. Und das ist es, glaube ich. Wir wollen alle scharfe Messer haben. Damit krümeln sie übrigens auch dann gar nicht mehr so viel. Also ist vielleicht auch hier wirklich sehr, sehr praktisch. Gerade natürlich zum Frühstück. Das 12er-Set für 10 Euro bestellen Sie mit der NC 7464 und der 569 können Sie natürlich auch bis zu 5-mal bestellen. Dann haben Sie enorm viele Messer. Schon klasse hier, oder? Praktisch. Dann lass uns weitermachen. Also, meine hundertprozentige Empfehlung. Oh, und jetzt kommt ein Preisalarm. Das heißt, hier haben wir ein Produkt, welches ganz extrem herunterreduziert wurde. Trotzdem bekommen Sie es für 10 Euro, aber maximal ein Stück pro Besteller. Und ich glaube, das ist ein Thermorucksack, oder? Ja, auf jeden Fall ein richtig schicker Rucksack. Unabhängig davon, ob er Thermo ist oder nicht, den finde ich mal richtig klasse. Oh, in diesem Blau-Gelb sicherlich auch gut zu sehen, gerade wenn es jetzt mal so in den Herbst hinein, in die Dämmerung reingeht. Da möchte man natürlich auch mal gesehen werden, wenn man unterwegs ist. Aber es ist de facto wirklich ein Kühltaschenrucksack. Mhm. Und zwar die Edelausstattung, die Deluxe-Ausstattung, die wir jetzt hier haben. Jede Menge Stauraum und ich behaupte mal, das ist genau das Richtige für die Herrschaften, die eben gerade dann, wenn man draußen unterwegs ist, nicht unbedingt immer so lauwarme Getränke oder irgendwelche zerlaufende Schokolade oder sowas zu sich nehmen wollen, sondern das Ganze vielleicht mal schön gekühlt, was ja per se, ich sag mal, außer Reichweite eines Kühlschranks bei den Temperaturen aktuell gar nicht immer so einfach ist. Hier haben Sie eine entsprechende Isolierung. Und das hier ist sogar noch mal eine absolute Besonderheit. Da kann man Flaschen reinpacken, oder? Also auch die kalt halten, ja. Ich würde sagen, das passt so für 0,5, 0,7 Liter. Also die handelsüblichen Flaschen würde ich jetzt mal einschätzen, aber die bleiben mir eben auch kalt. Cool. Wenn man mit dem Fahrrad oder beim Wandern unterwegs ist. Und dann nimmt man ja gern auch mal eine Brotzeit mit. Und wenn es ein bisschen wärmer ist, bleibt es eben kalt. Ich könnte mir aber auch vorstellen, ist ja thermoisoliert, dass wenn man im Winter mal was warm halten will, ist das auch möglich. Schön finde ich auch diese gelben Streifen, weil das müssten meiner Meinung nach, wenn ich mich nicht irre, auch Reflektoren sein. Das heißt eben auch, bei Dunkelheit wird man besser gesehen. Das ist richtig, ganz genau. Also wenn da mal ein Scheinwerfer drauf scheint, zum Beispiel von einem Auto oder von einem Fahrrad, das ist ja nun mal häufig so, dass man gerade so im Outdoor-Bereich damit konfrontiert wird, wird man wesentlich leichter gesehen. Übrigens hier auch mit ordentlich viel Platz. Das Hauptfach passt oder fast bis zu 13 Liter. Also da kann man schon jede Menge Proviant reinpacken. Wenn man es natürlich noch etwas kühler halten möchte, kann man mit Sicherheit auch hier nochmal vielleicht so einen kleinen Kühlakku oder was reinpacken. Aber die Isolierung ist an sich schon völlig ausreichend. Und ich glaube auch hier so Obst, ja, wenn man jetzt mal ein Äpfelchen oder mal eine Banane oder sowas mitnimmt, dann ist das natürlich auch angenehmer, wenn das vielleicht mal über eine längere Zeit hin gekühlt bleibt. Der Kühlrucksack hält über Stunden Getränke und Essen kalt. Sehr zu empfehlen für Ausflüge, weiß auch der Sven. Aus Siegen zu berichten. Ist unser Preisalarm? Was kostet sowas bei den Kollegen von Pearl.de? Würde mich mal interessieren. Bin ich auch mal gespannt. 23 Euro. Ist schon ein super Preis für einen normalen Rucksack, für einen Kühltaschenrucksack schon ein sehr, sehr günstiger Preis. Aber wir haben den Preis mehr als halbiert und geben den für gerade mal 10 Euro raus. Mhm. Ist wohlgemerkt unser Preisalarm, das heißt bitte nur einmal pro Besteller ordern. Die ideale Begleiter übrigens auch beim Messen im Auto und am Strand. Ja,
sag ich mal, beim nächsten Besuch am Baggersee oder im Freibad. Ja, dann musst du dir die Getränke oder dein Essen, die extra irgendwo am Kiosk oder sowas kaufen, wo du ein Vielfaches dafür bezahlst. Dann nimmst du es dir ganz einfach mit, sparst ein bisschen Geld und genießt trotzdem schöne gekühlte Getränke oder auch frisch gebliebenes Obst oder auch mal einen Schokoriegel. Extra Getränkehalter, den finde ich auch noch genial. Musst du nicht den ganzen Rucksack aufmachen, wenn du jetzt eben deine Kaltgetränke trinken willst. Also auch gerade bei Radtouren prädestiniert. Also ein sehr, sehr schönes Tal. Gepolsterte Rückwand übrigens, über den Tragekomfort haben wir noch gar nicht gesprochen. Der ist also am Rückenteil gepolstert. Die Gurte kann man auf seine ganz individuelle Größe entsprechend einstellen. Ja, also wirklich hier als kühlender Begleiter hat er den Namen Deluxe wirklich verdient. Die NC7025 und die 569. Stellnummer NC7025 und die 569 für unseren Kühltaschenrucksack Deluxe. So, was ist da hinten los? Weiter geht's. Wir werden es gleich sehen. Diana kommt mit dem nächsten Produkt. Das bin ich. Hallo. Dankeschön, Diana. So, bitte, wenn Ihnen etwas gefällt, ganz, ganz schnell sein, bevor unser Sonderkontingent ausverkauft ist und Ihnen die anderen die Schnäppchen vor der Nase wegschnappen. Schauen wir hier. So, hier haben wir was ganz Wichtiges. Wusstet ihr, dass seit 1. Februar diesen Jahres eine neue Verbandtaschen- oder Verbandkastenverordnung? Eine Maske. Ja. Ja? Guck mal rein, ob eine drin ist. Es gibt eine neue Verordnung. Das ist einfach eine neue DIN-Norm. Und das ist dementsprechend Pflicht. In allen neuen Autos müssen diese Verbandtaschen oder Koffer eben vorhanden sein. Was ganz, ganz wichtig ist, Verbandtaschen sind nicht unendlich haltbar. Auch Ihre Verbandkasten, also wir sind mal erschrocken, Carsten, wir haben mal nachgeschaut. Im Allgemeinen sind die 5 Jahre gültig, also 5 Jahre haltbar. Und wir haben teilweise schon... Wir haben teilweise schon welche gefunden, die waren 10, 15 und Jahre und älter. Das ist übrigens bei meiner Kontrolle übrigens so, als hätte man keinen an Bord. Also hier haben wir die neueste DIN-Norm erfüllt. Übrigens etwas, was jahrelang drin war, muss ab sofort nicht mehr drin sein, das Dreieckstuch. Ach. Ja, für die Armschläge. Genau, oder das muss nicht mehr, ist hier aber auch noch drin, aber ist keine Pflicht mehr. Aber was in den letzten Jahren dazugekommen ist, sind Einweghandschuhe und natürlich auch Masken, die mit drin sein müssen. Und das entspricht eben, und jetzt klugscheiße ich mal, aber steht auf dem Zettel, ich lese es einfach vor, der neuesten Norm DIN 13164. Also deutsche Industrienorm. Und übrigens, das ist ein deutsches Markenfabrikat. Ja. Das müssen wir auch noch dazu sagen. So. Unabhängig davon, dass es mitunter Pflicht ist, so etwas in einem Auto dabei zu haben, möchte ich nochmal erwähnen, dass es, glaube ich, immer recht sinnvoll ist, A, in seinem eigenen Interesse dafür zu sorgen, dass Verbandsmaterialien, also alles das, was man da mitführt, vielleicht auch vernünftig und haltbar ist. Es sollte natürlich im Fall der Fälle dann entsprechend auch seine Dienste tun. Aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht auch zu Hause ein bisschen unterversorgt ist mit Verbandsmaterial oder sowas. Ich habe zum Beispiel auch noch ein Päckchen Pflaster zu Hause, da hört es auch schon wieder auf. Ja. Da macht es natürlich auch mal Sinn, vielleicht mal die 10 Euro zu investieren und sich mal vernünftig einen Verbandskasten auch mal für zu Hause in den Apothekenschrank oder mal den Küchenschrank zu legen. Wenn mal was ist, bist du froh, wenn du sowas hast. Ja, mit Sicherheit. Und Sie können hier auch froh sein. Frischen Sie einfach auf. Die Bestellnummer für die Marken Kfz-Verbandtasche ist die PV9341 und die 569. Und da ist man up to date. Und wenn Sie heute einen neuen kaufen, denken Sie dran, in 5 Jahren, so lange ist die Haltbarkeit, muss der wieder erneuert werden. Und da sollte man auch ein bisschen drauf achten, weil es könnte natürlich immer mal sein, dass man den Verbandkasten braucht als Ersthelfer. Und wenn man dann irgendwie altes Material hat, das wäre, ich möchte es mal vorsichtig ausdrücken, suboptimal. Ja. Also da möchtest du doch wirklich vernünftiges Material haben und ich glaube, da sind die 10 Euro de facto mal gut investiertes Geld. Warte mal. Gibt es was zu trinken? Aber ich denke, es geht nicht um die Getränke. Ich glaube, Diana hat bei mir zu Hause mal ein bisschen gestöbert, was ich an Produkten habe. Du hast diese Tassen. Ich habe genau diese Tassen. Das sind doppelwandige Borosilikatglas. Und ich trinke immer Kaffee daraus. Was ich hier liebe, ist erstmal, du siehst, was du trinkst. Hier haben wir jetzt Früchtetee. Karkade, okay. Aber was ich hier liebe, was für ein Tee? Ich habe es jetzt nicht verstanden, wie es heißt, ich möchte es aber auch nicht wiederholen, das, was ich verstanden habe. Aber hier, guck mal, diese Kunststoffisolierung unten, das ist, wenn du das auch auf eine Glasplatte, sehen Sie es hier, das Schwarze, wenn du es auf eine Glasplatte stellst oder auch auf einen Holztisch, das ist einfach nochmal gepolstert und deshalb liebe ich sie so. Jetzt muss ich dich fragen, Monika, ist es ein Zweierset?
Ja. Ein Zweierset für 10 Euro, genial. Die haben auch noch einen ganz, ganz besonderen Namen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber hier steht Cucina di Modena. Das ist der Designer Cucina di Modena. Cucina, ja. Also das ist Cucina? Wirklich eine Designertasse. Warmes Cucina. Bleibt warm. Und ich trinke Kaffee nur noch aus diesen Tassen, weil ich es liebe. Man sieht, was man hat. Man verbrennt sich nicht die Finger. Aber es ist einfach toll. Und auch da, jeder, der bei mir schon mal zum Kaffee war, wird das bestätigen. Genau in diesen Tassen gibt es bei mir den Kaffee oder auch Milchkaffee. Genau die richtige Portionsgröße übrigens auch. Ich finde die super schön. Das sieht ja wirklich so aus, als wenn das Getränk drin schweben würde. Ja, also auch noch so ein, sag mal, ein optisches Highlight, unabhängig von dem praktischen Ansatz mit dieser Doppelwandigkeit und so weiter, sieht es natürlich einfach klasse aus, als wenn das Getränk jetzt hier in der entsprechenden Tasse schweben würde. Diana, du brauchst auch noch hier für deinen neuen Kaffee-Vollautomat noch die entsprechende Tasse. Ja, das stimmt. Oder? Und das, ich muss sagen, das ist zum Beispiel für Cappuccino oder für Americano, Doppel-Espresso. Wirklich sehr schön. Und ich glaube, diese Firma Cucina, das bedeutet gutes Qualität. Ja, schauen wir mal kurz auf Zoll.de, was der reguläre Preis für das Zweier-Set ist. Und da sehen Sie hier 26 Euro, da haben wir fast gedrittelt. Das musst du dir mal wegtun. Ja, ich weiß, dass man für solche doppelwandigen Tassen für eine mitunter im Handel schon locker so 10, 15 Euro bezahlt. Das ist kein Witz, habe ich schon ein paar Mal gesehen. Wir haben das Zweier-Set heute jetzt für Sie für gerade mal 10 Euro. Und da Sie hier gerne bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen dürfen, wird der eine oder andere sagen, Mensch, klasse, da habe ich jetzt hier mal so ein schönes Set, vielleicht 2- oder 3-mal gleich zugreifen, da haben Sie mal 4 oder 6 Tassen da stehen. Das sieht natürlich klasse aus. Was glauben Sie, wenn also hier mal die Gäste kommen beim nächsten Mal und Sie servieren mal in so außergewöhnlichen Tassen hier? Sieht klasse aus und hat natürlich auch einen sehr praktischen Ansatz. Unabhängig davon ist auch diese Glasart hier, dieses Borosilikatglas, ich finde, ich sage unkaputtbar, mit roher Gewalt kriegst du alles kaputt, aber doch ausgesprochen robust. Mir ist auch schon mal eine Tasse runtergefallen. Ja, insofern. Kratzfest, Spülmaschinen geeignet. Ja, du könntest sogar so irgendeine Eisspeise damit einfrieren. Das würde das Borosilikatglas auch aushalten. Und ich muss wirklich sagen, ich trinke mittlerweile am liebsten Kaffee aus Glastassen, weil man eben auch sieht, was man trinkt. Das praktische Zweier-Set bestellen Sie direkt mit der NC 2771 und der 569. Sie können hier natürlich auch kalte Getränke reinfüllen. Und dann ist hier noch ein Vorteil, dass sich kein Kondenswasser bildet. Das finde ich auch nochmal praktisch, weil sonst hat man ja immer diese unschönen Ränder auf dem Tisch. Also eben für kaltes und auch für warmes wunderschön die NC 2771 und die 569 für das Zweier-Set. Ja. Sehr schön. Durch alle Produktsparten gehen wir heute wieder. Da war da wirklich für jeden Geschmack schon das Passende mit dabei. Sie denken dran bitte, der Preis gilt im Laufe dieser Sendung bis maximal 2 Stunden danach, vorausgesetzt der Vorrat reicht so lange. Und gerade so ein Zweier-Set Tassen ist natürlich immer wieder ein Thema bei unseren Kunden, sodass das natürlich auch mal vor der Zeit von 2 Stunden abgelaufen sein kann. So, was haben wir hier? Ein Nano-WLAN-Stick mit bis zu 600 Mbit pro Sekunde. So, das ist ein... Internet? Damit machst du eine High-Speed-Internet-Verbindung mit einem kleinen Stick wie diesem. Genau, also wenn dein Desktop-Rechner zum Beispiel ganz weit weg von deinem WLAN-Router steht, müsstest du ja ein Kabel durch die ganze Wohnung legen. Und das ist lästig. Jetzt machst du den Stick rein, damit wird ein Desktop-Rechner oder auch andere Geräte, die nicht WLAN-fähig sind, plötzlich WLAN-fähig. Und damit kannst du eben dir wirklich viele, viele Meter von LAN-Kabel ersparen. Mhm. Also ich kenne solche Sachen, aber normalerweise in der Preisklasse so ab 30 Euro. Ja, mit Sicherheit. Wenn du überlegst, ich meine, wo steht der Router normalerweise? Ja, Flur, wo der Telefonanschluss ist. Flur, bei mir steht da im Wohnzimmer. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass ich einmal quer durch die ganze Wohnung, so über die Tür zage, unterm Läufer durch, da jetzt so ein meterlanges LAN-Kabel durchführen müsste, um irgendwie meinen Computer hier mit Internet auszustatten. Das ist natürlich unglaublich lästig. Da geht man doch lieber hin und nutzt ganz einfach mal einen freien USB-Steckplatz mit so einem kleinen Stecker. Der ist ja wirklich winzig klein und bietet Ihnen die Möglichkeit hier, also auch wenn es um High-Speed-Internet geht, bis zu 600 Mbit pro Sekunde. Zum Vergleich, ich habe 100 zu Hause und komme damit super zurecht. Auch beim Filmestreamen und so weiter. Übrigens auch mit Dualband-Technologie, 2,45 GHz geht also beides. Egal, was Sie zu Hause haben, es wird funktionieren. Also eine sehr, sehr praktische Angelegenheit. Alle Verschlüsselungen entsprechend mit drin.
Und das Ganze mit super WLAN-Verbindung, schnelle automatische Installation, hat auch der Albert aus Buhlenberg getestet. Ich bin begeistert. Ja, klasse, oder? Endlich mal stabiles WLAN, ohne Kabel. Schön, sehr, sehr gut. Ja. WLAN ist nämlich sehr wichtig. Und das Kabel sieht nicht schön aus, wenn das durch die ganze Wohnung gelegt wird. Also tun Sie da was. Ist auch ein Stolperfall. Und ein paar Meter Kabel, die kosten schon mehr als 10 Euro. Ja? Ja, ja. Also doch ein bisschen mehr Geld los als mit diesem WLAN-Stick. Ja, ja. Also macht schon Sinn und Sie können hier, wie gesagt, bis zu 5-mal pro Besteller zugreifen. Also auch wenn Sie mehrere Geräte im Haushalt haben, hat man schon mal vielleicht im Arbeitsbereich oder im Kinderzimmer oder sowas die entsprechenden Gerätschaften ohne WLAN-Zugriff. Und wenn Sie da die lästige Kabelfummelei leid sind, dann ergänzen Sie tauschen Sie es doch einfach mal gegen diesen kleinen Nano-WLAN-Stick aus. NX4442 und die 569. Ich wiederhole das. NX4442 und die 569. Als Bestellnummer dafür. Für 10 Euro, glaube ich, ist das mal ein sehr nützlicher Problemlöser. So, jetzt kommt eine Uhr. Oh, oh ja, guck mal hier. Ein Highlight. Wieso haftet die denn auf einer glatten Fläche? Hast du die angeklebt? Oder ja, die haben wir festgenagelt. Festgetackert. Nein, das ist eine Badezimmer-Wanduhr, übrigens inklusive LCD-Thermometer, mit einem Aluminiumrahmen. Aber man kann sie einerseits natürlich irgendwo festschrauben. Wenn du es seitlich ziehst, geht es, glaube ich, besser runter. Probier es mal. Kannst du so runterschieben, weil da sind 4 Saugknöpfe dran. Und damit kann man es eben auch mal auf Fliesen festmachen. Ja, und Sie sehen, einmal angebracht, hält das bombensicher. Natürlich kann man es wieder ablösen ohne Rückstände, das ist auch wichtig. Carsten? Ich hab's gleich. Ja, wir sind stolz auf dich. Können Sie mal sehen, wie stabil das Ganze hält auf der glatten Fläche. Das wollte ich Ihnen zeigen, hier die Rückseite. Es ist eine Badezimmeruhr, sagt man dazu, genau. In einem sehr, sehr schönen Design. Leicht abzulesen jetzt hier, also auch mal auf größere Entfernungen. Und entsprechend natürlich auch gegen Feuchtigkeit geschützt, aber damit man hier nicht unbedingt, was man auch könnte, mal mit einem Nägelchen oder mit einer Schraube arbeiten muss, haftet das Ganze über die entsprechenden Saugknöpfe hier auf jeder glatten Fläche. Und eine Fliese ist nun mal so eine glatte Fläche, das heißt, da, wo du sie haben möchtest, wird sie ganz einfach drauf gesetzt. Und das Ganze hält. Ich bin begeistert. Ja, und gerade im Bad finde ich eine Uhr wichtig. Erstens mal, natürlich verbringt man viel Zeit im Bad und vergisst ab und zu mal die Zeit. Monika, ist dir das schon mal passiert, dass du im Bad ein bisschen trödelst und nicht mehr weißt, wie viel Uhr es ist? Das ist mir schon mehr als einmal passiert. Okay, dann ist sowas hilfreich. Zweimal. Zweimal, okay. Vielleicht auch und schon mehr zweimal. Ich finde die Temperaturanzeige übrigens auch perfekt. Ist übrigens auch für Saunen geeignet. Also wenn Sie eine Sauna zu Hause haben, da ist eine Uhr immer wichtig und die Temperatur möchte ich daher auch im Blick haben. Auch das ist möglich. Ich könnte mir auch im geschützten Außenbereich vorstellen, weil die ist ja wasserdicht. Hat übrigens ein Echtglas vorne und ein echtes Aluminiumrahmen. Also toll. Wie viel Grad haben wir denn jetzt hier bei uns im Studio? Zu kalt. Spucke. 24,3. 24. Und Diana ist immer noch zu kalt. Bei mir ist es heißer bei dir. Hm? Oh. Da kann es mal sehen hier. Bei dir nur 23,5. Bei 23,8, was ich für ein cooler Typ bin. Ja, oder Monika ist einfach heißer als du. Das können Sie interpretieren, wie Sie wollen. Aber ich liebe diese Uhren. Ich habe ja in jedem meiner Räume wirklich eine Uhr, weil ich immer mich mal orientieren will, kurzfristig, wie viel Uhr ist es denn. Und wenn Sie im Bad zum Beispiel noch keine haben, das ist die perfekte Lösung. Ja, also finde ich ein sehr schönes Modell. Vor allem leicht abzulesen. Hier sieht richtig klasse aus mit diesem anthrazitfarbenen Ziffernblatt hier, mit diesen arabischen Ziffern drin. Der Sekundenzeiger in Rot, der tickt auch nicht. Sondern läuft so richtig schön durch und wenn ich mal genau hinhöre, die tickt auch nicht, die hört man nicht. Man hört nichts. Ja? Also auch geräuschlos. Klasse. Und jetzt auch noch für 10 Euro, solange der Vorrat reicht. Die Bestellnummer ist die ZX7342 und die 569 und das war sie schon wieder, unsere 10 Euro Überraschungsshow. Aus meiner Küche haben wir fast direkt gesendet, also die Frühstücksmesser empfehle ich Ihnen, auch die Borosilikatglastassen, die ich beide seit wirklich langer Zeit sehr gerne benutze. Und ansonsten, auch wenn Ihnen was anderes gefallen hat, bitte spätestens jetzt ran ans Telefon, bevor Ihnen die anderen die Schnäppchen vor der Nase wegschnappen und bleiben Sie bei uns. Es geht spannend weiter. Tschüssi.